Ja, uns wieder bei Pokémon Ranger 2. Beim letzten Mal haben wir hier uns im Ranger Hauptquartier mal ein bisschen umgeschaut. Dann wurde gesagt, ich noch mal kurz auf die Aufträge noch mal gucken. Ja, wobei ich glaube, ich hatte da schon mal reingeguckt, ne? Ja. Ich würde aber sagen, dann gehen wir hin, nachdem wir hier fertig sind. Die sind ja eh nicht verpassbar, von daher kann ich ja auch später noch hin. Ich habe die auf jeden Fall nicht vergessen. Ich glaube, wie gesagt, ich habe da schon mal reingeguckt. Ich kann das Geheimnis des Schwarzsteins knacken, das verspreche ich hiermit. Für die erwarte ich, dass du uns inzwischen von den Kogiga-Einheiten vom Hals hältst. Du musst von dem ganzen Trauchen und unserem Treffen ziemlich geschafft sein. Es ist schon später, so werden wir uns für heute Nacht im Quartier einquartieren. Such dir ein Zimmer und schlaf gut, wir werden das selber tun. Willst du schlafen gehen? Achso, jetzt ist schon quasi Ende. Aber bis ich jetzt wieder bis nach Havebrück zurücklatsche. Ach komm. Dachte irgendwie, vielleicht kommt hier noch ein bisschen was an Mission oder so, aber anscheinend ist wirklich jetzt, Hauptmission ist so weit vorbei. Du kannst jetzt schlafen gehen. Das heißt, wir machen jetzt doch die Aufträge. Okay. So, dann lass mir jetzt nochmal schauen, wo genau die waren. Also, das war in Havebrück. Okay. Also am Hafen. Dann sehen wir die Nase voll von uns. Na, dann muss ich gut Nepoli muss anscheinend suchen. Mit dem Altrup-Park. Ja gut, das ist sogar hier ganz in der Nähe. Auf dem Weg. Okay. Dann machen wir die eben. Diesmal nehme ich sogar wirklich noch top aktuell auf, weil ich vorher nicht so ganz dazu gekommen bin. Der Part, den nehme ich Sonntagmorgens auf. An dem Tag, wo halt auch das kommen sollte. Oder anders gesagt, den Part nehme ich 9 Stunden auf, bevor er... Ach da, ich muss mal fragen, wo können Sie die ganzen Pokémon, die hier Geräusche machen? Ja, wie gesagt, ganz frisch, aktuell. Ich habe schon gehört, ja, manche Leute sind schon gespannt, wie ich mit meinem aktuellen Skill denn später so da zurechtkomme. Mal schauen. Wie das mich voll verarscht hat. Ich soll ruhig die Kreise auch sehr viel größer ziehen. Das versuche ich jetzt erstmal wirklich. Damit die Pokémon nicht ständig überall reinlaufen. Das wäre, glaube ich, schon mal gar nicht mal so schlecht. Was hast du denn? Du hast Tackle, löschen, zerschneiden, überladen, zerschneiden. Dann lasse ich ja immer mal frei. Habe ich wenigstens verschiedene Pokestärken. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt mal ein bisschen größer Kreis, den ich glaube, ich ziehe einfach aus Gewohnheit die Kreise so klein wie möglich, um halt eben auch schneller zu drehen. Aber ja. So. Dann suchen wir mal Stegner. Der sollte ja irgendwo hier sein. Einfach hier in der Mitte? Nein. Wo bist du jetzt? Also in der Mitte ist er nicht, das heißt, wir suchen jetzt einmal am Rand entlang. Und er wollte halt irgendwas mit seiner Mutter anscheinend. Ist auch nichts weiter. Er ist wahrscheinlich eh in der allerletzten Ecke, die ich hier untersuche. Oder er ist einfach nirgendwo. Okay. Hä? Geht der Altrup-Park noch weiter als so das hier? Moment. Ich bin da schon richtig. Ging der Altrup-Park nach unten hin noch weiter? Also wirklich auch als Altrup-Park betitelt? Ja, tut er. Die Brücke. Die Brücke gehört zum Altrup-Park. Okay. Da bist du. Sag mal, Ranger. Ich frage mich, ob du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun könntest. Das ist etwas, das du während deiner Patrouille erledigen kannst. Kannst du kurz auf einen Besuch bei meiner lieben alten Mutter vorbeischauen? Du siehst, erlaubt mir beim Brückenjob nicht viel Zeit daheim zu verbringen. Meine liebe alte Mutter kann die Gesellschaft gut gebrauchen. Sie plaudert gerne, so viel ist sicher. Ja, kann ich tun. Ich weiß das sehr zu schätzen. Du weißt, dass mein Haus hier in Havebrück ist. Halt nach einem Springbrunnen von dem Haus ausschau, in Ordnung? Ich glaube, bei dem Haus waren wir sogar schon mal. Als Havebrück in Gefahr war. Mmh.
Ich glaube, es ist irgendwo rechts in der Stadt. Aber ein Springbrunnen vom Haus? Schon nicht schlecht. Ich weiß, ob ich wirklich einen Springbrunnen vom Haus haben wollen würde. So, ich meine, irgendwo hier war das. Da haben wir den Springbrunnen. So. Eins von den beiden. Ich tippe auf das da. Nein, das war anscheinend falsch. Dann das da. Wo ein komischer Typ vorm Haus steht. Da. Oh, hallo, wie geht es dir? Es freut mich, euch Ranger auf Patrouille zu sehen. Es ist so schön zu sehen, dass jemand so jung ist wie du so diese Aufgabe verrichtet. Solltest dich aber etwas ausruhen. Okay. Nun, Ranger, soll ich eine Geschichte erzählen? Ich werde ein altes Märchen aus der Almia-Region erzählen. Vor langer Zeit regierte ein alter König über Almia. Der König von Almia hatte drei Söhne, jeder von ihnen einen Kronprinz. Der König war ein gutherziger Herrscher, der nur an Frieden für sein Reich dachte. Er strebte nach Harmonie zwischen seinem Volk und den Pokémon. Aber die drei Prinzen, jung und voller Tatendrang, konnten sich nicht zurückhalten. Sie verbitterten und kämpften mit wilder und ungestümter Hemmungslosigkeit. Als es keine andere Möglichkeit mehr gab, entschied sich der alte König, unter großer Pein die Prinzen zu verbannen. Den ältesten Sohn, gekleidet in Rot, schickte er in ein vulkanreiches Land. Den zweiten Sohn, gekleidet in Gelb, schickte er der König in ein Wüstenland. Den jüngsten Sohn, gekleidet in Blau, gestattete er hier zu bleiben. Dieser machte er sich von da ab auf Schloss Almir gemütlich. Der einst gutmütige König wurde von Zorn, Einsamkeit und Schuldgefühlen zerfressen. Diese Gefühle verwandelten sein komplettes Wesen. Die Dunkelheit in seinem Herzen brachte die Dunkelheit in die Welt. Die Dunkelheit in der Welt entwickelte einen fortwährenden Sog. Und damit bin ich schon am Ende einem angekommen. Schönes Märchen, ja. Ja, ja, doch. Das ist alles, was mir von diesem alten Märchen aus dem alten Almir noch einfällt. Bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Es gibt so viele Abwandlungen. Hat dir die Geschichte gefallen? Tut mir leid, dass ich sie dir nicht ganz erzählen konnte. Also, danke ich dir für deinen Besuch. Du bist so ein gutherziges Kind. Yay? Mission geschafft? Dafür extra nochmal rausgehen, dass ich diesen Auftrag geschafft machen darf. Soll die Oma nicht merken, dass ich alles nur im Rahmen eines Auftrags gemacht habe? Flugabwehr erhalten. Okay. Haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene von 17. Es sammelt sich langsam. Und dadurch, dass es eine 1 gibt, gibt es auch sicher irgendwo noch eine 2. So, dann auf zum Hafen, da sollten die nächsten Aufträge sein. Vielleicht kriegen wir die sogar alle heute noch hin. Je nachdem, was du dafür machen musst. So, das angelnde... Oh, nee, der andere wird das Evoli. Das könnte sonst wo sein. So. Ranger, freut mich, dich zu sehen. Bitte hör mir zu. Heute Morgen habe ich hier ein Luminion gefangen, aber der angelnde Mann will mir nicht glauben. Du lügst wie gedruckt. Sieh mal, Kleine, ich habe hier schon vor deiner Geburt geangelt. Und wie viele Luminien habe ich in dieser Zeit gesehen, geschweige denn gefangen? Richtig, kein einziges. Warum bist du... Oh, bitte, Ranger, kannst du mir mit einem Boot auf das Havemeer rausfahren? Bitte, du musst mir bestätigen, dass es wirklich Luminion gibt. Okay. Du machst das? Nun, wenn du ein Luminion fängst, dann werden seine Daten in deinem Verzeichnis gespeichert. Das wird als Beweis reichen. Überleg gerade, hatten wir Luminion schon? Nee, ich glaube, wir hatten die Vorstufe davon. Dass der Name mir gerade nicht einfällt. So, ist das Boot immer noch hier oben? Wie fahre ich aufs Meer hinaus? Das ist eine gute Frage. Hier drin? Fährst du mich aufs Meer hinaus? Ah, ja. Wie ist die Vorstufe von Luminion? Fällt mir gerade echt nicht ein, aber ich gucke es eh gleich nach, also müsste es nicht zwingend schreiben. Ich muss so lange noch nachzudenken, aber es will mir gerade. Das ist manchmal echt so, dass man denkt sich, eigentlich kennst du die ganzen Pokémon, aber wenn du drüber nachdenkst, über einen gewissen Namen, dann fällt er einem manchmal doch vielleicht nicht ein. Finion, genau. Sollen wir einen neuen Luminion finden irgendwo?
Ich habe meine beiden Mann-Taxe hier. Suchen wir einfach mal ein bisschen. Hoppala. Und da fällt mir der Stift aus der Hand. Finion. Nee. Lass mich in Ruhe. Blumine einfach weiter hinten ist. Oh, hier ist ja gar nichts. Wapp, wapp. Da ist Kuras. Hey, wie komme ich denn hier weiter? Ah, nee, oben komme ich weiter. Ich brauche ja Zerschneider von Sterndo dafür. Stimmt. Boah, das lief ganz angenehm. Und da habe ich auch meinen Erstrang. Gut. Na dann, auf der Suche nach Luminion. Hoffen wir, dass es nicht zu weit hinten ist. Genau, hier komme ich da jetzt weiter. Meine muss ich dann auch noch jagen oder so. Wie das Tohaido. Und bitte nicht. Das kann ich nicht. Nicht mit dieser Wassersteuerung. Ich nehme mal eben kurz einen Lampi mit. Wer weiß mal, dass Luminion viel Schaden machen kann. So, schießt du einmal. No. Das war nicht so gut. Kannst du gar nicht sogar aufladen 2? Sprich, du kannst mir genau meine KP heilen, die mir jetzt noch fehlen. Ja, perfekt. Okay, sind wenigstens wieder voll. Warum haben wir überhaupt angeschlagen? Und was habe ich gekämpft, das mich so kaputt gemacht hat? So ein Stern, du. Ist nichts. Ha. Nein. Will ich in meinen Tipps rein. Ist auch nichts weiter. Aber ich muss auch weiterhin sagen, die Unterwasserwelt hier sieht sehr schön aus. Ah ja, was mir gerade einfällt, wo wir gerade hier beim Tauchen sind, hat mir auch jemand geschrieben, dass alleine tauchen macht man sowieso nie, sondern immer mindestens zu zweit, für den Fall, dass mal was ausfallen sollte, dass man quasi dann jemanden eben hat, der einen retten kann, ne? Gut, es kann natürlich auch immer sein, dass beides ausfällt, aber das ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, als dass jetzt eines nur ausfällt. Aber trotzdem, ne? Immer schön zu zweit tauchen, damit ist man auf jeden Fall sicherer dran. Huch, Sterne ist gut. So, greifst du an? Sollte das ein Spukball sein? Hm? So. Oh, doch. Läuft gut. So, dann einmal Mantax. Ich würde mal vermuten, das ist wirklich irgendwo ganz am Ende da, wo wir gegen Tohaido, wo wir Tohaido gejagt haben. Oder hier oben. Ich habe ja noch einen Mantax über. Ich guck mal hier oben, was hier erstmal ist, weil ich glaube, das ist der Rückweg gewesen. Das ist auf jeden Fall noch ein Mantax, ja. Vielleicht ist ja ein bisschen mehr. Nein. Schade. Aber so kommen wir zumindest wieder zurück. Dann nehme ich mir das Mantax nochmal mit. So, greifst du direkt an? Nein. Oh, yo. Close one. Ich glaube, man muss schon echt gut sein, dass man wirklich um das Pokémon ganz nah dran herum ganz perfekt seine Kreise ziehen kann, um dann noch nicht getroffen wird. Ich glaube, das kann ich nicht. Von daher ziehe ich da langsam meine Kreise und werde vielleicht irgendwann ein bisschen besser. Kann ich hier noch was finden? Nein. Ich glaube, auf dem Mantax habe ich sogar eine etwas bessere Steuerung. So vom Gefühl her. Nein, nein, nein. Wobei, doch. Hier muss ich lang. So. Einen Mantax habe ich noch. Mehr brauche ich ja erstmal nicht. Das heißt, ich muss nur noch Luminion finden. Luminion! Bitte sei nicht hier hinter den Stromschnellen. Na, verdammt.
Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Go, 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 go! Gut, dass wir so lange zum Angreifen brauchen. Hatte ich beim ersten Mal eigentlich auch alle schon S-Rang, als ich hier unten war? Ich würde mal spontan sagen, nein. Hallo, Tohaido. So, schauen wir mal, ob hier irgendwo vielleicht ein Luminion rumschwimmt. Hier haben wir so eine Lampi wieder. Das heißt, da, Moment, da unten habe ich es gesehen. No! Du willst auch mit den Stromstellen spielen. Luminion, bitte. Seid doch nicht beide solche Pokémon. Nein. Achso, der macht mich nach oben, nicht nach unten. Ah. Deswegen konnte ich da immer so gut einholen an der Stelle. Das geht ja nach oben. Das Prinzip muss ich einmal bis dahin hin verfolgen, dann einen guten Lauf haben und dann... Und dann laufe ich gleich dann erstmal voll in, Dingens rein. Yes! I got it! So! Hoppala. Huch, jetzt greift er doch an. Ich dachte, da kommt jetzt nichts mehr, weil... Natürlich gehst du in die Richtung von deinen Angriffen. Und tschüss, meine Lara. So, jetzt bitte nicht wieder nach oben. Der verarscht mich schon so ein bisschen. Vor allem greift er mal so lange an, dass das wieder komplett weggeht. Na? Nein! Verdammt. No! Okay, habe ich irgendwas, was ich eigentlich machen kann? Na, auch nur Pokestärke, Wasser alle, ne? Na komm, noch ein bisschen. Meine Güte! Das war aber auch schon so ein bisschen nervig. Dass er mal genau so lange Wasser macht. Ja, zu 100 Kreise habe ich gezogen. Holy shit. Immer genau so lange Wasser macht, dass die Leiste sich perfekt ausleert. Aber gut. Wir haben es. Wir können gehen. Pokestack hat sogar wirklich was gebracht. Dadurch, dass er langsamer entlang geschwommen ist, hat es auch viel länger gedauert, bis er seine Fähigkeit wieder eingesetzt hat. So. Und dann ab wieder raus. Was? Nein. Oben konnte ich abkürzen. Jetzt möchte ich runter. Bis bald, Mantax. Da müssen wir noch den Typen mit seinem Evoli finden. Kommt wahrscheinlich irgendwo in der Stadt rum. Aus Gefühl würde ich sagen, irgendwo links. Weil wir hatten jetzt rechts einen Auftrag und oben... So, ging es jetzt nochmal raus? Hier vorne, ne? Ja. So. Wir fahren zurück. Wir wissen, wie das geht, das Luminion gesehen hat. Wir mussten da einmal quer durchs halbe Meer schwimmen, bevor wir da bei dem Luminion überhaupt mal ankamen. Und er wird es einfach geangelt haben. Voll das Lügnerkind. So. Frag mich gerade, wenn man einen Wasserpaten hat, kann man den mit ins Meer nehmen? Müsste ja theoretisch, oder? So. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es einen Luminion gibt. Warum sollte ich auch lügen? Na, ist ja ganz still geworden. Hat mein Auftrag Spaß gemacht? Ja. Das Luminion war schon mal schon eine andere Nummer. Es war jetzt nicht irgendwie gerade stark oder so, es hat einfach nur gut gestallt. Ich glaube, davon werde ich wahrscheinlich auch noch mehrere haben, die dann wirklich einfach so lange stallen mit ihren Angriffen, dass sich die Leiste wieder runtergeht.
Aber ich hätte während den Angriffen einfach mit meiner Wasserkraft die ganze Zeit angreifen können. Ne? Weil ich schieße die ja. Dann wäre die Leiste auch nicht runtergegangen. Das wäre gar nicht mal so blöd gewesen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, damit hätte man es viel besser machen können. Aber hey, nachher ist man immer schlauer. So, jetzt nur noch den Typ mit Evoli finden. Oder dessen Evoli abgehauen ist. Wie gesagt, ich vermute immer noch links irgendwo in der Stadt. Ich hoffe, er ist nicht in irgendeinem Gebäude drin. Das wäre doof. Müssen wir jedes Gebäude abklappern. Ich sage jetzt gerade, ob ich Evoli auch schon vorher finden kann. Das ist ja Wissenschaft, schaust du dich an, wie Equoltobälle explodieren. Das finde ich echt gemein von dir, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also spontan draußen habe ich jetzt schon mal nichts gesehen. Das heißt, wir dürfen jetzt anfangen, alle Häuser abzusuchen. Hier unten noch irgendwas. Haben wir aber auch spontan kein Evoli gesehen, ne? Ja gut. Schauen wir nochmal in die Aufträge rein, ob da irgendwas Bestimmtes drin stand. Steht da vielleicht auch wo genau in Havebrück? Nein. Okay. Dann suchen wir einen alten Mann. Boom. War nur so weißer Fleck. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern, bis ich den alten Mann finde. Weil du jetzt jedes Haus, jede Wohnung absuchen musst. Ich glaube, das war ja das Almir-Journal, ne? So ich das hier so sehe. Hier komme ich aufs Dach. Ja, okay. Und wenn, dann sitzt Evoli hier oben auf dem Dach oder so, weil es da kein... Als ich dachte, ich bin ein Vogel! Ich finde ja immer noch, Evoli sollte so langsam mal zu jedem Typ eine Entwicklung haben. Einfach nach und nach, jetzt auch in den nächsten Gens. Ist auch nicht. Wäre schon cool. Wie sagst du, will man die anderen dann noch entwickeln? Jetzt mal so die Typen durchgehen. Ist aber so bei Kampf. Wie gesagt, vielleicht so wie bei Rabauts mit dem Angriff ab einem bestimmten Level, aber. Wobei, das ist vielleicht gar nicht so gut. Wenn er auf einem bestimmten Level. Keine Ahnung, mehr Angriff hat. Und sonst keine Voraussetzungen für die anderen Entwicklungen sich erfüllt. Wird es. Aber das ist dann auch wieder doof, ne? Oh ja, wie gesagt, mehr Angriff, dann wird es zu einem Kampf-Evoli. Wenn es mehr Verteidigung hat, wird es zum Gestein- oder Stahl-Evoli. Oder man tauscht sie mit bestimmten Items. Aber ich glaube, das Tauschen wäre sogar mit am einfachsten dann noch. Dass man sagt, Metallmantel-Evoli, Granitstein-Evoli. Oder an bestimmten Orten. Könnte man auch machen. Oder ein Level-Up gegen bestimmten Typ. Wie viel Bitty fasse ich eigentlich rumlaufen? Und immer noch auf der Suche nach dem alten Mann. So, bist du hier irgendwo? Was sind wir allgemein noch für Steine, die man nehmen könnte? Wir haben Funkel und einen Leuchtstein. Na gut, aber sowas wie Fee und Psycho haben wir da schon. Und den Finsterstein. Finsterstein könnte man vielleicht eine Geistform daraus machen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das würde vielleicht dazu passen. Ansonsten... Gut, Eisstein brauchen wir jetzt nicht, weil Glaziole haben wir ja schon. Ja. Schwer, ne? Kein Wunder, dass es keine neuen Evoli-Entwicklungen gibt, wenn man nicht mal drauf kommt, wie man es am besten entwickeln kann. Wisst ihr, gleich steht da einfach am Strand.
Da wo ich eben, oder am Hafen, da wo ich eben noch war nach dem Auto, ja, ich habe hier die ganze Zeit gewartet, warum bist du nicht gekommen, um mir zu helfen? Drehen wir auch nur noch. Da oben war nur die Oma, da oben sind auch nur zwei Leute drin. Nee. Was ist denn da ganz rechts oben? Die Stadt ist wirklich voller Bidifass. Auch nicht. Also Spiel, es wäre angenehmer, so für die Auftragsfindung, um vielleicht halbwegs zu sagen, wo ungefähr da jemand ist, den man sucht. Und nicht einfach irgendwo in der größten Stadt Almias gefühlt. Keine Ahnung, gibt es später noch eine größere Stadt? Oder ist Havebrück die größte? Weil es auch so von der Karte her so schön mittig gelegen. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt hier durch bin, habe ich ja einmal schon mal die ganze Stadt erkundet und ich habe ihn nicht gefunden. Jo! Ratti, geh weg! Ja, ich möchte gehen. Ich suche einen alten Mann. Hast du ihn gefunden? Gesehen? Ja. Ich habe jetzt einmal die ganze Stadt durchsucht. Und ihn nicht gefunden. Ich würde sagen, ich suche offscreen weiter. Und das war's für diesen Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.